Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 spielen ja faktisch auf derselben Insel, nämlich auf der Isla Sorna, auch genannt Anlage B. Seltsamerweise treffen unsere Hauptfiguren in Jurassic Park 2 The Lost World nicht auf den Spinosaurus, obwohl wir in Jurassic Park 3 sehen, dass sich der ja auf derselben Insel befindet. Ich habe zum einen eine Antwort für dich, woran genau das liegt, dass wir den Spinosaurus nicht in Jurassic Park 2 gesehen haben. Zum anderen habe ich für dich hier auch noch eine Karte, auf der wir ganz genau sehen, wann sich die beiden Filme und wo sich die beiden Filme abgespielt haben. Das ist ganz wichtig und gehört vielleicht zusammen, vielleicht aber auch nicht. Bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Man kann von Jurassic Park 3 halten, was man will. Ich finde den Film ziemlich geil. Ich bin auch sehr stolz auf meine Jurassic Park Trilogie Box, auf der Spinosaurus drauf ist, weil ich liebe den Spinosaurus und damit bin ich wirklich nicht alleine. Zahlreiche Fans von Jurassic Park 3 mögen den Film am Ende dann doch nur eben wegen diesem Dinosaurier. Ja, er hat uns damals das Herz gebrochen, als er den T-Rex gekillt hat. Und nein, das ist nicht Rexy und nein, das ist auch nicht der Baby-Rex aus Jurassic Park 2. Dazu habe ich dir mal ein Video hier oben verlinkt, das haben wir alle schon behandelt. Trotz allem hat er aber das inoffizielle Maskottchen der Jurassic-Reihe getötet. Immer mehr Leute von euch haben mich auch gefragt, Tobi, wie kann das denn sein, dass in Jurassic Park 2 der Spinosaurus einfach nicht zu sehen ist? Und ihr habt da die Augen aufgehalten und habt euch dann einfach nur gedacht, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er? Ihr könnt ihn allerdings nicht finden und das hat auch seinen Grund. Ich meine, ja, legen wir erstmal ganz kurz fest, dass die Idee vom Spinosaurus erst gekommen ist, nachdem Jurassic Park 3 auch wirklich begonnen wurde zu planen. Der Spinosaurus war einfach vorher nicht in den Köpfen von Steven Spielberg und Co. Das ist eben der simpelste Grund und eben auch der faktisch logischste Grund. Der Spinosaurus war einfach nicht geplant. Da er nun aber Teil der offiziellen Lore und Geschichte der Jurassic-Reihe ist, lohnt es sich dann doch mal einen Blick drauf zu werfen, wo der Spinosaurus denn hätte stecken können. Wäre er denn schon auf der Isla Sorna gewesen? Ich habe hier mal eine Karte für euch rausgefunden, wo ihr ganz kompliziert unter tausenden Strichen irgendwo erkennen könnt, wo Jurassic Park 2 und wo auch Jurassic Park 3 gespielt haben. Dann habe ich mir 30 Minuten lang die Mühe gemacht, die roten Linien zu entfernen, habe dann erst gemerkt, ey, wenn du weiter runter scrollst, ist da diese Karte gewesen und da war das Ganze eben schon ohne die roten Linien dargestellt und hier können wir sehr schön sehen, wo sich die verschiedenen Filme abgespielt haben. Wir müssen immer vor Augen halten, dass die Isla Sorna um einiges größer ist als Nublar und somit war es eben auch sehr wahrscheinlich, dass wir sowohl in Jurassic Park 2 als auch in Jurassic Park 3 noch immer nicht alle Saurier gesehen haben, die auf der Insel die Unwesen treiben. Eine Theorie geht eben ganz stark davon aus, dass, was ich euch hier gerade zeige, eben die beiden Filme so an so unterschiedlichen Orten auf der Sorna spielen, dass sie den Spinosaurus gar nicht hätten finden können. Dazu nehmen sie auch noch den Fakt, dass ja die Landschaft ganz anders aussieht. Ich meine, in Jurassic Park 3 haben wir mehr so eine Tropenlandschaft, während Jurassic Park 2 The Lost World ja mit diesen stämmigen Bäumen dann doch mehr an einen ganz normalen Wald erinnert. Das liegt aber ganz einfach daran, dass Jurassic Park 2 eben wirklich in einem Wald, ich meine in Colorado war es gedreht wurde, großteils eben, wenn wir diese Außenszenen hatten, während Jurassic Park 3 ähnlich auch wie Jurassic Park 1 auf Hawaii gedreht wurde. Ich habe euch ja in einem anderen Video schon erklärt, dass es diese Wayback Machine gibt, also ein Programm, mit dem ihr im Internet auf vergangene Websites zurückswitchen könnt. Das heißt, Jurassic Park 3 als Beispiel hatte mal eine eigene Website gehabt, die wurde irgendwann dann von Jurassic World überschrieben. Mit dieser Wayback-Maschine könnt ihr allerdings die alte Jurassic Park 3 Seite nochmal aufrufen und da merkt ihr ganz einfach, dass Jurassic Park 3 wirklich wie auf der Karte eingezeichnet an diesem Ort hier oben gespielt hat und Jurassic Park 2, selbes Szenario, kann man ja auch wieder machen, hat wirklich da unten gespielt. Wäre das also jetzt der Grund, warum der Spinosaurus in Jurassic Park 2 nicht aufgetaucht ist? Nein, der Grund ist viel einfacher und sehr, sehr viel simpler, denn Spinosaurus gab es zu der Zeit von Jurassic Park 2 noch nicht. Dazu wissen wir auch von unserem Lieblingsregisseur Colin Trevorrow, dass der Spinosaurus in Jurassic Park 3 der jüngste Antagonist, in Anführungszeichen, unter den Sauriern ist, den wir in der gesamten Reihe bisher gesehen haben. Der Spinosaurus, den wir in Jurassic World Camp Cretaceous sehen, sei nämlich um die 20 Jahre alt. Außerdem ist über die Geschichte des Spinosaurus Folgendes bekannt. Schon vor oder während 1993, als der Park eben kurz vor der Eröffnung stand, gelang es Ingen, DNA-Proben des Spinosaurus zu erhalten. Ingen erschuf mindestens ein Tier, was wir eben auch in Jurassic Park 3
3 dann sehen. Der Spinosaurus lebte auf jeden Fall auf Anlage B, also auf Isla Sorna, auf welcher er eben auch erschaffen wurde. Die Erschaffung des Spinosaurus war allerdings geheim, sodass er nicht auf Ingens Liste aufgeführt wurde. Des Weiteren gibt es hier auch noch eine Beschreibung von Universal selbst. Ich werde das Ganze hier gerade mal versuchen, so gut zu übersetzen, wie mir das irgendwie möglich ist. Kurz von der Übernahme Ingens von der Maserati Global Corporation. Im Jahr 1999 reiste eine Gruppe von Ingen-Wissenschaftler auf die Isla Sorna, um bestimmte Dinosaurier-Exemplare erneut zu klonen. Der Spinosaurus war nur einer von mehreren Dinosauriern, von denen man eben neue Klone erschaffen wollte, beziehungsweise sie eben das allererste Mal zum Leben erwecken wollte. Viele Gerüchte im Netz behaupten, Dr. Henry Wu wäre mit auf die Insel gereist. Das ist offiziell nicht richtig. Es gibt keine offiziellen Angaben, die das bestätigen. Wenn ihr welche habt, klickt sie bitte in die Kommentare unten rein. Ich habe nichts gefunden. Es gibt Reddit- und Foreneinträge, die das irgendwie behaupten, aber es gibt keine offiziellen Quellen, die darauf hinweisen, dass Dr. Henry Wu mit an dieser Operation beteiligt war. Ganz im Gegenteil, es wird sogar ganz deutlich darauf hingewiesen, dass man die Namen dieser Person noch immer nicht kennt. Wäre interessant, wenn Charlotte Lockwood mit dabei wäre. Ey, Jurassic Universe, wenn du existierst, wenn du bald auf uns zukommst, dann hau rein. Ey, bring uns solche Geschichten näher. Neben dem Spinosaurus wurden auch noch Klone vom Ankylosaurus, vom Keratosaurus und vom Cortyosaurus erschaffen. Warum sie das alles geheim gemacht haben oder warum die Saurier erst im Nachhinein erschaffen wurden, das erfahrt ihr noch in einem anderen Video. Es wird noch ein Video kommen, wo ich mal die gesamte Geschichte des Spinosaurus erkläre. Quasi von seiner Erschaffung, warum er erschaffen wurde, bis eben hin zu seinem aktuellen Stand und eben auch Lebensraum. Um die Frage in diesem Video aber hier zu beantworten, naja, reicht unsere Information jetzt auf jeden Fall aus. Der Spinosaurus wurde erst im Jahr 1999 erschaffen. Das ist genau 2 Jahre, nachdem Jurassic Park 2 spielt. Das heißt, der Spinosaurus ist wirklich der jüngste Saurier, den wir hier als Antagonisten bekommen. Der ist nämlich erst 2 Jahre alt. Also die Antwort ist ganz kurz und knapp. Der Spinosaurus hat noch nicht existiert zu Zeiten von Jurassic Park 2. Und selbst wenn er existiert hätte, wäre das keine Garantie darauf gewesen, dass der Spinosaurus auf unsere Gruppe getroffen wäre, weil das eben 2 komplett unterschiedliche Standpunkte gewesen sind. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten und würde einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.